Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Ruhig Marsch. Wir werden jetzt weiterarbeiten mit der Aussaat von Mais. Dazu starten wir mal den Fahrer, der aussieht. So, jetzt gehen wir gleich weiter. Den Fahrer einstellen für Strohpressen. Dazu müssen wir dann abgehen und mal anschauen, wo gerade stehen geblieben ist. So. Dürfte eigentlich klappen. Jetzt haben wir weiterhin Strohballen sammeln, einsammeln. Kurz auch die Lenkung wieder aktivieren. Hier auch vorher machen können. Noch nicht aktiviert. Geht auch nicht. Tastatur schon. Eine Katastrophe. Wenn ich mit der Maus rausgehe und spiele auf dem Nachbarbildschirm, ist die Spannung in der Feder weg, so was ja der Motor ist. Brauchen wir mal ein bisschen. Jetzt geht's. Dann haben wir einen zweiten Versuch. Ups. Das war keine Absicht. War deaktiviert, die Beladung. Ganz schnell aufladen. Ich habe ein bisschen an der Grafikkarte gedreht und bessere Leistung. Aber die Einstellungen sind auch jetzt maximal mehr oder weniger. Das ist nicht schlecht. Dass ein paar Einstellungen hilft. Die sind auch nicht voll. Ach, 30. Ja. Entschuldigung. Hab ihn gerade gestärkt. Ein kühles Eisiges. So. Die gute Frage ist hierbei, ob hier die letzten 7 noch kommen. Wenn mehr werden. Gut, dann fahren wir den mal zum Strohwerkkraftwerk. Vollgas, Junge, Vollgas. Fahren wir hier mal geradeaus. Innenansicht. Besser sehen können. Geradeaus zu CBGH. Da haben wir es durch. Das ist typisch. Gerade jetzt ist das Ding leer. Dann werden wir ganz kurz rüber zwischen und den Seemaschine voll machen.
Naja, gut, ist nicht anders. Muss man ganz kurz gucken, aber ja, zusammenklappen ist auch hilfreich. Die haben wir nicht gut geflügt. Ja. Kühe, was noch rein. Oh, darum kümmern. Jetzt steht der andere im Weg. Ah, ja, machen wir mal. Erst fertig, Saatgut. Digga, muss ja nochmal noch reichen. Machen wir nur Saatgut. Digga, wir noch reichen. Nur 1600 rein, das ist ein wenig. 3000 wäre besser. So, haben wir hier vorne aufgehört. Aufklappen. Dann machen wir hier weiter. Ja, fast fertig. Und jetzt fahren wir los und fahren Stroh zum Verkauf. Machen wir so, ne? Die Kamera ist wieder unten. Ich habe jetzt noch einen neuen Hintergrund. Man kann jetzt das Spiel im Hintergrund erkennen. Da muss ich ein bisschen nachjustieren. Aber erstmal geht das. Schauen wir mal, wie es aussieht. Hier mal eine Außenansicht. Aber die Leistung ist besser geworden. So, angekommen. Schauen wir mal, was es bringt. Die großen Ballen. Ich hoffe schon die ersten 17.000, 5.000. Ja. Im Grunde haben wir jetzt drei Fahrten eingespart. Dreimal fahren, weniger, also zweimal weniger. Den Rest werden wir jetzt ins Lager bringen. Ob das, mal sehen, ob das Ding aufnimmt. Oder wir werden das ja später wieder Futtersilo abstellen. Aber mal sehen. Wir müssen ja pflügen. Da sehe ich gerade Unkraut oder war das nur eine andere Vorstufe? Das kommt auch langsam. Da wird reichlich Mais geben. Der Strohfahrer ist fertig. Das heißt auf gut Deutsch, wir werden jetzt gleich pflügen, sobald wir angekommen sind. So, wollen wir Innenansicht machen. So. Letzten beiden Aufnahmen hatte ich hier Probleme gehabt mit der Leistung her. Jetzt geht das. Bremse. So, mal Mikrofon dich daran holen.
rechts über und los geht's. Ja, da ein bisschen gerackt. Ist auch normal. Ups. Kommt gleich im Flug. Aber wenn man sich Strohballen wegnehmen. Und dann hier rumfährt, ruckzuck ist das. Jetzt stehen die Dinger im Wege. Das ist schlecht. Das müssen wir sehen. Doch zumindest einmal Silageball in die Presse kriegen. Wir müssen Geld verdienen mit der BGH. Wird zwar heute, naja, wird eng. Wir müssen noch mal sehen, dass es reif wird, ne? Aber nicht geschaut. So, das war's fertig. Dann fahren wir den mal runter. Acker. Und jetzt werden wir gleich den Traktor nehmen. Zurückfahren. Das sind größere Ballen. Aus. Moment, lassen erstmal, können wir nicht starten. Wenn wir beides reparieren. Der Traktor ist laut, ne? Aber gut, das ist nicht anders. Wir werden mal die Innenansicht nehmen, dann geht das. Ups. Innen drin geht das. Oh. Scharf um die Kurve. Hupe schwach. Oh, schon wieder am Hof. Geht ja fix. Fahren wir gleich rechts drüben hier, rechts oben hier. Und dann geht er gleich zum Reparaturstützpunkt hier. So. Da steht er. Tanken. Klar. So, reparieren. Tankt er da nicht, ist ja all. Macht nichts. Den stellen wir genauer neben. Da steht die Presse. Obwohl er den Flug und auf zum Flügen. So haben wir das. Ach, Hupen brauchen wir nicht. Aber wir können den Kurs löschen. Dann können wir gleich fliegen und dann ist die Folge fast zu Ende. Fast, fast. Noch nicht ganz. Dann werden wir mal hier vorne anfangen. Angekommen.
Blocking. Ist er fertig? Fertig. Gut, dann wollen wir die Ränder nacharbeiten. Das machen wir gleich. So. Feldarbeit. 13 und auf 16 Meter, hauen wir mal. Wir würden drei Bahnen nehmen, sonst haben wir Probleme. Euch 13. Zurück. Es war kein Flug, aber was soll's. Das brauchen wir Ewigkeiten dafür, ne? So, jetzt werden wir mal ganz kurz. Brauchen ungefähr eine halbe Stunde. Also nächste Folge. Den nacharbeiten. Hier vorne zum Beispiel die Ecke hier. Da sehe ich schon was, da fehlt was. Am Rand hier. Ecken allgemein. Werden wir gleich nachziehen. Dann haben wir mal genug Mais, hoffe ich jedenfalls, und was dann machen, mal sehen. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ja, ich muss anschalten, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Ich würde mich auch freuen, beim Wiedersehen. Ich danke schon mal für alles. Dann sagt mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ey.